Vers 26. Lange Zeit nahm Brahma Entbehrungen auf sich, um Govinda, Krishna in Goloka, den Herrn von Shvetadvipa, zu erfreuen. Seine Meditation lautete wie folgt: Im transzendentalen Land von Goloka steht ein göttlicher Lotus mit 1000 Blütenblättern, der durch Millionen von Staubfäden noch an Umfang zunimmt. Auf seinem Blütenstempel steht ein prachtvoller goldener Thron, auf dem Sri Krishna die Gestalt ewigen Lichts und transzendentaler Glückseligkeit sitzt und mit seinem Lotusmund seine göttliche, von spirituellen Tönen erfüllte Flöte spielt. Ihn verehren seine liebevollen Milchmägde und deren persönliche Emanationen sowie seine äußere Energie, in Klammer, die draußen bleibt, die alle weltlichen Eigenschaften verkörpert. Erläuterung: Obwohl Maya, die niedere Energie Krishnas, die in der Form Durgas und anderer nicht-spiritueller Kräfte die drei materiellen Erscheinungsweisen Sattva, Rajas und Tamas verkörpert, mit aktiven weltlichen Wünschen behaftet ist, befindet sich das Objekt ihrer Meditation auf der transzendentalen Ebene, denn sie verehrt den höchsten Herrn Sri Krishna. Solange jemand auch nur die geringste Spur weltlichen Verlangens im Herzen trägt, ist es das Verehrungsobjekt Maya Devis, Durgas, das solch ein Mensch verehren muss. Sein Herzenswunsch geht also durch die Verehrung des Objekts der Verehrung Maya Devis und nicht durch die Verehrung Maya Devis selbst in Erfüllung. Diese Schlussfolgerung steht in Übereinstimmung mit dem Vers Akama Sarvakama Va Moksha Kama Udara Ti Divrena Bhakti Yogena Yagyeta Purusham Param. Die Bedeutung dieses Bhagavatam Shloka ist, dass andere Götter als Manifestationen des höchsten Herrn zwar vielartige, spezifische Segnungen gewähren mögen, doch sollte der einsichtige Mensch den allmächtigen höchsten Herrn, den Spender alles Guten, mit unverfälschter Hingabe verehren und nicht jene weltlichen, gabenspendenden Gottheiten. Dementsprechend meditierte Brahma über Krishna in Goloka, das Ziel der Verehrung Maya Devis, die ihre Verehrung jedoch aus einiger Entfernung darbringt. Wahre Hingabe ist unverfälschte, hingebungsvolle Tätigkeit, die von allen weltlichen Wünschen frei ist. Die Hingabe Brahmas und anderer ist nicht unvermischte Hingabe. Aber es gibt selbst bei Gottes Hingabe, die zur Erfüllung selbstischer Wünsche praktiziert wird, eine Stufe unverfälschter Neigungen. Dies wird in den abschließenden 5 Shlokas dieses Werkes ausführlich beschrieben. Für gefallene Seelen ist dies die leichteste Methode göttlichen Dienstes, bevor sie Selbstverwirklichung erlangen.